Vielen Dank, ich bin jetzt ganz verblüfft. Spricht sich das schon rum, dass ich anfangs ein Befürworter war? Bin ich jetzt schon bekannt damit? Das stimmt aber wirklich. Anfangs war es so, als ich in der Stuttgarter Zeitung zum ersten Mal vor mindestens 14 Jahren von der Heimerl-Trasse gehört hatte. Gerhard Heimerl ist der Erfinder von Stuttgart 21. Der war im Verkehrswissenschaftlichen Institut in Stuttgart-Vaihingen oben, hat inzwischen einen Nachfolger, Professor Ulrich Martin. Sein Projekt fortsetzt und auch fertigstellen soll, was wir von der Aktion, vom Aktionsbündnis hoffentlich mit Ihrer Hilfe, ich weiß nicht, ob jetzt alle auf unserer Seite sind, vielleicht gibt es auch ein paar Befürworter, ich würde die übrigens sehr begrüßen, ich würde es toll finden, wenn wir also nicht nur eine reine Inzestveranstaltung hier machen würden, aber ich hoffe dann natürlich auch ein paar Argumente dann an die Befürworter mit nach Hause geben zu können, die sie vielleicht dann auch nachdenklich machen, so wie mich. Damals hat mir das eingeleuchtet, eine neue Trasse, Schnellbahntrasse nach Ulm an der Autobahn A8 entlang zu legen. Parallel zur Autobahn dachte ich, ja wunderbar, super Idee. Da ist eh schon Lärm, dann kommt es auf zwei Züge, die da noch vorbeibrausen, auch nicht mehr an. Habe aber nicht bedacht damals, dass die Autobahn bei Eichelberg und Kreubingen natürlich sehr steil den Berg hochgeht und das schafft ein Zug natürlich nicht. Und dass dann unendlich viele Tunnelkilometer und Brücken gebaut werden müssen und die ganze Chose dann entsprechend auch teuer wird. Inzwischen wissen wir ja, dass die Strecke dann auch so steil wird, dass gar kein Güterzug hochkommt. Das waren dann alles so Rückschläge in meiner anfänglichen Begeisterung. Und auch der Tiefbahnhof, den wir nachher natürlich auch nochmal kurz sehen werden, vom Herrn Inhofen, hat mich zunächst durchaus bezirzt, aufgrund seiner Optik. Aber als ich dann erfahren habe, dass er nur noch 8 Gleise haben wird, statt jetzt 16, da war es dann auch ziemlich vorbei mit meiner Liebe für Stuttgart 21. Und dann fing das Grübeln, Nachdenken und Zweifeln an. Und das hat sich stark verfestigt. Ich bin jetzt seit 3 Jahren im Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 aktiv und habe vor einem knappen Jahr die Parkschützer-Initiative gegründet innerhalb dieses Bündnisses. Da sage ich auch nachher noch ein paar Worte dazu. Gut, ich darf Sie beglückwünschen. Sie hatten die Freude, heute einen Hochleistungsbeamer hier zu erleben, zum ersten Mal. Das hat mich den ganzen Nachmittag fürchterlichen Stress gekostet, also das hat technisch überhaupt nicht funktioniert zunächst. Das glatte Wunder, dass ich es jetzt doch noch zusammen mit Freunden hinbekommen habe. Ich habe auch ein neues Tool in der Hand, mit dem ich jetzt mal hier rumspiele. Jawohl, funktioniert. Ich kann jetzt also hier auch aus der Ferne weiterblättern und das war bisher nicht möglich, ich musste mal zum Laptop rennen. Gut, diese erste Grafik hier ist eine Karikatur aus der Stuttgarter Zeitung von Friederike Groß. Friederike Groß ist offenbar über die Jahre auch, ähnlich wie ich, zu einer entschiedenen Gegnerin von Stuttgart 21 geworden und hat inzwischen bestimmt schon 10 oder 15 Karikaturen veröffentlichen dürfen in der Stuttgarter Zeitung, die den Herrn Schuster, unserem Oberbürgermeister, mit Sicherheit überhaupt nicht gefallen haben. Und die hier ist an uns sehr schön unentschieden, zeigt einen etwas abgekämpften Herrn, möglicherweise der Herr Schuster selber von hinten. Und der inzwischen nach den vielen Streitereien und Argumenten pro und contra vielleicht gar nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht, der Kopfbahnhof oder der Tiefbahnhof. Und ja, witzig ist, muss noch lernen, mit dem Ding umzugehen. Hier, witzigerweise hat sie ja so ein Schwimmbadbecken-Einstiegstreppchen gezeichnet, die Unterwasserwelt sozusagen, was übrigens nebenbei nicht vollkommen utopisch ist, also dass es wie ein Aquarium vollläuft, ist wohl eher unwahrscheinlich, aber es gab schon in Stuttgart durch die Kessellage Überschwemmungen in der U-Bahn-Station am Hauptbahnhof. Ja, das sollte man nicht vergessen, auch in den Straßentunnels. Und es ist also keineswegs ausgeschlossen, dass bei einem Starkregenereignis, wie das bei Meteorologen so schön heißt, der Tiefbahnhof dann trocken bliebe. Also, das ist also nicht sicher. Na gut, aber das sind eben Themen. Gut, steigen wir mal ein. Ich fange mal an und mache ein bisschen Werbung für Stuttgart 21. Ich will Ihnen einfach mal so die wichtigsten Pro-Argumente, die scheinbar für Stuttgart 21, also neuen Tiefbahnhof mit Neubaustrecken nach Ulm, sprechen, nennen und wiederholen. Erstes Versprechen ist, wir wandeln einen alten, heruntergekommenen, das ist er ja tatsächlich, sieht man auf dem Bild ja auch bestens, einen alten, heruntergekommenen Kopfbahnhof, der seine Zeit überlebt hat, in einen schnellen Durchgangsbahnhof unter der Erde, alles schick und modern, und kommen auf die Art und Weise wesentlich schneller von A nach B. Das ist also eines der Versprechen.
Dann hier eben die tolle hypermoderne Architektur. Das ist genau das Bild, was mich damals bestochen hat, sozusagen, und zunächst eingenommen hat, da in Donnerwetter und Science Fiction Bahnhof in Stuttgart. Bezeichnenderweise gibt es keinerlei Fahrgäste hier auf diesem Bild. Das hat einen tieferen Grund, nämlich es gibt nämlich nicht nur halb so viele Gleise, es gibt dann auch nur noch halb so viele Bahnsteige. Und die Zahl der Fahrgäste sollte sich aber tunlichst ja nicht halbieren. Also das wollen wir ja alle, dass eher noch mehr Leute mit dem Zug fahren. Das heißt, die Zahl der Reisenden, es sind heute 300.000, die an einem Werktag den Stuttgarter Hauptbahnhof frequentieren, die würden sich in Zukunft auf der halben Bahnsteigfläche gegenseitig auf den Zehen stehen. Auch dazu kommt nachher noch was. Und insofern ist das Bild sehr verräterisch. Das hat der Architekt offenbar gewusst und wollte hier die Leute nicht mit der Nase drauf stupfen, wie eng es da zugehen wird. Dann das große zweite Versprechen, wird Sie jetzt hier im Bietigheim vielleicht nicht so brennend interessieren, die frei werdenden Flächen in der Innenstadt, also wenn der neue Bahnhof in Betrieb geht, der liegt ja quer zur heutigen Gleisachse. Man könnte auch sagen, durch diesen Schwenk um 90 Grad der Gleisachse ist überhaupt die ganze Malaise überhaupt entstanden. Ich bin sicher, hätte man die historisch gewachsene Gleisachse beibehalten und ein Modernisierungsprojekt, durchaus auch in Milliarden Euro Dimensionen vorgeschlagen, hätte es niemals eine so breite Bewegung gegen Stuttgart 21 gegeben. Erst durch den Schwenk um 90 Grad sind sehr viele Schätze und Werte, die die Stadt Stuttgart als Gemeinschaft, als Gemeinde über die Jahrhunderte sich erworben und gebaut hat, plötzlich bedroht. Die werden kaputt gemacht. Unter anderem ein potenzielles Weltkulturerbe, so heruntergekommen wie er ist, aber man könnte ihn ja aufmöbeln. Ein Schlossgarten, der über Jahrhunderte gewachsen ist mit uralten Bäumen und natürlich dann Mineralwasser, das hier unten durchfließt, wo auch kein Mensch weiß, ob das dann weiterhin da ans Tageslicht kommt in Bad Cannstatt, wie es seit Jahrmillionen es tut. Und dann auch diese ganzen Wohnquartiere, die Häuslebesitzer, die hier oben an beiden Hängen direkt über den Turmkörper wohnen, die haben große Angst, dass ihren Häusern Schaden geschieht. Und da gibt es durchaus bedrohliche Szenarien, dass sie durchaus sogar abrutschen könnten, verschwinden könnten in Löchern. Frei Otto, einer der berühmtesten Architekten weltweit, ein Kompagnon von Ingenhofen lange Zeit, hat jüngst vor wenigen Wochen im Stern genau davor gewarnt. Gut, zur Stadtentwicklung kommen wir auch nachher noch. Dann drittes großes Argument für Stuttgart 21, schnelle Anbindung an den Flughafen. Von Stuttgart Hauptbahnhof bis Flughafen soll man mit dem ICE in 8 Minuten in Zukunft vorfahren können. Man vergisst darüber immer, dass der Flughafen längst mit Schienen angebunden ist. Man fährt jetzt im Moment mit der S-Bahn 27 Minuten, das ist natürlich deutlich länger als 8 Minuten. Allerdings frage ich mich persönlich immer, wie oft fliegen die Leute eigentlich? Also ich fliege alle paar Jahre mal, gebe ich zu. Also ich habe allerdings auch Flugangst. Vielleicht sitzt hier jemand, da sitzen hier viele, die durchaus öfters fliegen. Aber trotzdem, wer jetzt nicht gerade Businessman ist oder Businessfrau, die jede Woche fliegen, würde ich doch tippen, dass mehr als 2-3 Flüge im Jahr wahrscheinlich nicht die Regel sind. Und da muss man sich schon allein hier an der Stelle fragen, ist es wirklich sinnvoll, Milliarden auszugeben, um, was ist das, 27 minus 8, um 19 Minuten einzusparen, ja, für die paar Urlaubsreisen oder Geschäftsflüge vielleicht da eine oder andere. Na gut, das ist ein Versprechen, also in 8 Minuten zum Flughafen mit dem ICE, dazu müsste eine neue Station gebaut werden, also es würde in Zukunft dann am Flughafen 2 DB-Stationen geben, eine für die S-Bahn, die bei Stuttgart 21 auch noch mit den von den ICEs, die von Zürich, Singen, Rottweil herkommen, auch noch mit benutzt werden soll. Und eine Fernbahnstation, die Richtung München, Richtung Ulm und München geht, auf dem Weg liegt. Und ich stelle mir heute schon die Konfusion groß vor, wenn da ausländische Gäste zum ersten Mal in Stuttgart ankommen am Flughafen und dann 2 DB-Richtungszeiger in 2 entgegengesetzte Richtungen also sehen. Ja, aber gut, das schreckt die Stuttgart 21 Planer nicht. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz hier anhand von der A8, das ist also nicht die Eisenbahnstrecke,
habe ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr hingekriegt, das noch schnell einzuzeichnen. Aber da ja die Idee von Herrn Heimerl war, an der Autobahn möglichst entlang zu fahren, stimmt das im Großen und Ganzen. Ich will Ihnen vor allem die Entfernungen mal zeigen. Wir sprechen nämlich bei Stuttgart 21 in Wahrheit von zwei verschiedenen Projekten. Stuttgart 21, streng genommen, ist nur der Abschnitt, was heißt nur, das sind auch Milliarden, aber das ist der Abschnitt von hier oben, von Feuerbach, das ist ein blöder Winkel, da sieht man mein Zittern besonders gut, von Feuerbach über den Tiefbahnhof hoch, über den langen Aufstiegstunnel zu den Feldern, hier sehen Sie die Startbahn vom Flughafen und dann an der Autobahn nach Wendlingen und ab, ich setze mich mal, ich habe hier schon mal einen Tisch, habe das zum ersten Mal, dass ich das jetzt beim Vortrag hier diesen Komfort habe, vielen Dank. Und ab Wendlingen beginnt dann die sogenannte Neubaustrecke nach Ulm, die schneidet diese, na gut, ich sehe schon, muss noch ein bisschen üben mit diesem. Ja, jetzt geht es auch nicht mehr rückwärts. Hoppsa. Ja, jetzt sehen Sie schon mal die ganzen Bilder, die auf Sie zukommen. Okay, gut. Okay, also, ich sehe schon, es gibt doch noch Pannenmöglichkeiten, auch mit neuer Technik. Also hier, die Neubaustrecke würde diese Ecken hier abschneiden und dann im Wesentlichen oben auf der Alphoffläche wieder an der Autobahn entlang weiterführen nach Ulm. Und Sie sehen an den Entfernungen, der Abschnitt von Wendlingen nach Ulm ist sehr, sehr viel länger als der von Feuerbach nach Wendlingen. Und deswegen haben wir vom Bündnis Kopfbahnhof 21, abgekürzt K21, auch immer gesagt, die wesentlichen Fahrzeitgewinne, die kommen über die Neubaustrecke, allein schon wegen der Distanzen und nicht so sehr über den Abschnitt Stuttgart 21 im Stuttgarter Talkessel durch Umwandlung eines Kopfbahnhofs.